Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du möglicherweise jeden Tag Medikamente einnimmst, die Ärzte selbst niemals anrühren würden? Medikamente, die du für sicher hältst, aber die möglicherweise ernsthafte Risiken für deine Gesundheit bergen. In diesem Video enthüllen wir die 5 Medikamente, die Ärzte konsequent meiden und warum du das vielleicht auch tun solltest. Gesundheitsexperten wissen oft mehr über die versteckten Risiken bestimmter Medikamente als die breite Öffentlichkeit. Das Problem ist, dass viele dieser Medikamente nach wie vor weit verbreitet sind, selbst wenn es Hinweise gibt, dass sie gefährlich sein könnten. Es geht nicht darum, dich zu verunsichern, sondern dich aufzuklären, damit du sicherere Entscheidungen für deine Gesundheit treffen kannst. Das erste Medikament auf unserer Liste ist Protonenpumpenhemmer, wie Omeprazol. Diese Medikamente werden oft gegen Sodbrennen und Magenbeschwerden eingesetzt und sind sehr verbreitet. Sie blockieren die Produktion von Magensäure. Aber was viele nicht wissen, ist, dass langfristige Einnahme das Risiko von Nierenproblemen, Magen-Darm-Infektionen und sogar Demenz erhöhen kann. Eine Studie, veröffentlicht im Journal of the American Geriatrics Society, zeigte, dass Menschen, die langfristig Protonenpumpenhemmer einnehmen, ein um 44% höheres Risiko für Demenz haben könnten. Ärzte wissen um diese Risiken und verschreiben PPIs nur mit Vorsicht oder suchen nach Alternativen. Ein weiteres Medikament, das oft vermieden wird, sind Benzodiazepine wie Diazepam oder Lorazepam. Diese Mittel werden häufig gegen Angstzustände oder Schlafstörungen verschrieben. Aber Ärzte sind sich bewusst, wie schnell man davon abhängig werden kann. Studien haben gezeigt, dass diese Medikamente, besonders bei älteren Menschen, das Sturzrisiko erhöhen und sogar zu Gedächtnisverlust führen können. In einer Veröffentlichung des British Medical Journal heißt es, dass der langfristige Einsatz von Benzodiazepinen das Risiko für Alzheimer erhöhen kann. Ärzte greifen stattdessen oft zu nicht-medikamentösen Alternativen wie kognitiver Verhaltenstherapie. Das dritte Medikament auf der Liste ist ein Klassiker: Ibuprofen und andere nicht-steroidale Antirheumatika, NSAIDs. Diese Medikamente werden weltweit gegen Schmerzen und Entzündungen eingenommen. Was viele nicht wissen, ist, dass NSAIDs das Risiko für Magengeschwüre, Herzinfarkte und Schlaganfälle deutlich erhöhen können, insbesondere bei langfristiger Anwendung. Eine Studie der American Heart Association zeigt, dass selbst der gelegentliche Gebrauch von NSAIDs bei Patienten mit Herzproblemen das Risiko für einen weiteren Herzinfarkt erhöhen kann. Viele Ärzte raten daher, bei chronischen Schmerzen alternative Behandlungen zu suchen oder zumindest die Einnahme dieser Medikamente stark zu begrenzen. Das vierte Medikament auf der Liste ist vielleicht überraschend: Antibiotika. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso sollten Ärzte Antibiotika meiden? Die Antwort liegt in der Übernutzung. Antibiotika werden viel zu oft und oft unnötig verschrieben. Das führt zu einer globalen Krise: Antibiotikaresistenzen. Das Centers for Disease Control and Prevention, CDC, warnt, dass jedes Jahr Millionen von Menschen an Infektionen sterben, die durch antibiotikaresistente Bakterien verursacht werden. Ärzte wissen, dass Antibiotika nur bei bakteriellen Infektionen eingesetzt werden sollten und sind besonders vorsichtig, sie nicht bei viralen Infektionen wie Erkältungen zu verschreiben. Das letzte Medikament auf unserer Liste sind Statine. Diese Medikamente senken den Cholesterinspiegel und werden häufig verschrieben, um das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen zu reduzieren. Aber was viele nicht wissen, ist, dass Statine erhebliche Nebenwirkungen haben können. Dazu gehören Muskelschmerzen, Leberschäden und ein erhöhtes Risiko für Diabetes. Eine große Studie, die in der Lancet veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass bei einigen Patienten das Risiko, an Diabetes zu erkranken, durch die Einnahme von Statinen um 12% erhöht sein kann. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Ärzte für eine umfassendere Behandlung, die Ernährungsumstellungen und Bewegung anstelle von Medikamenten beinhaltet. Wie du siehst, gibt es viele Medikamente, die weit verbreitet sind, obwohl sie Risiken bergen, die nicht immer offenkundig sind. Ärzte meiden diese Medikamente oft, weil sie sich der möglichen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen bewusst sind. Doch es gibt Alternativen. Wenn du eines dieser Medikamente regelmäßig einnimmst, solltest du unbedingt mit deinem Arzt sprechen.
Möglicherweise gibt es andere Wege, deine Symptome zu behandeln, die sicherer und genauso effektiv sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann ich stattdessen tun? Es gibt viele sichere Alternativen, von natürlichen Heilmitteln bis hin zu Lebensstiländerungen. Zum Beispiel können Magensäureblocker durch diätetische Anpassungen ersetzt werden. Stressabbau durch Meditation oder Bewegung kann helfen, Angstzustände zu lindern, anstatt auf Benzodiazepine zurückzugreifen. Und bei Schmerzen können Wärmetherapie oder Akupunktur manchmal genauso wirksam sein wie Schmerzmittel. Wichtig ist, informiert zu sein. Nur weil ein Medikament weit verbreitet ist, bedeutet das nicht, dass es für dich sicher ist. Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter und das Wissen darüber, was gut oder schlecht für unsere Gesundheit ist, ändert sich ebenfalls. Ärzte wissen oft mehr über die langfristigen Auswirkungen von Medikamenten als der Durchschnittsbürger und genau deshalb meiden sie bestimmte Präparate, während die Allgemeinheit sie immer noch benutzt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video anzusehen. Wenn du mehr über deine Gesundheit und die Entscheidungen, die du treffen kannst, erfahren möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Es ist wichtig, informiert zu bleiben und kluge Entscheidungen für dein Wohlbefinden zu treffen. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!